nicht vielleicht den dann für ein paar mehr Leute öffnen. Aber wenn, dann höchstwahrscheinlich erstmal die Klassenkameraden und so. Also, ja, müssen wir halt mal schauen. Und das Bäumchen stört mich ein wenig. Ja, und um mal auf die Musik hier einzugehen, ich habe jetzt mal die Julia gefragt, was sie da für ein Programm benutzt. Für das, ja, um dieses, das zu machen, die Musik hier. Ganz ehrlich. Ja, okay. Julia macht, also, Julia hat halt so ein Mischpult daheim. Hat sie, in einem ihrer Videos auch so als, ja, Video-Hintergrund mehr oder weniger gebracht. Sieht man sie halt, wie sie an ihrem Mischpult da sitzt und mischt. Wow, super. Okay, kann ich mir das Ding machen. Ja, und ganz ehrlich, das Programm ist, ja, sagen wir es mal so, man sieht, dass es ein, dass es wirklich was für Profis ist. Also so, ja, von meiner Sicht aus halt. Okay. Ich bin ja absolut No-Skill in solchen Dingen. Deshalb gefällt mir nämlich der Magic's Music Maker auch so gut. Weil der ist schön einfach zu bedienen. Da klickt man unten hin, zieht das Ding in die obere Leiste, und dann hat man da sein Song-Element drin. Und bei dem Ding, da muss man an 100.000 Schräubchen und Rädchen drehen und hier einen Knopf und da einen Knopf und dann. Das ist nichts für mich. Ich bin ein fauler Gamer, ich darf das. Was, ach genau, Schaufel wäre eventuell, und ich bin doof, soll ich mir eine aus Eisen machen können, aber nein, deswegen ist jetzt so doof für Sylves. Genau, das packen wir uns dann auch gleich rein, so, 4, 4, ach genau, und haben wir, so, nein, wir haben nur Setzlinge. Okay, dann gehen wir gleich mal auf, so, das reicht fürs Erste. Dann gehen wir gleich mal ein bisschen auf hier Dingjagd, ne? Also. Moment. Halbwegs abschließen. So. Und vielleicht das Inventar ein wenig ordnen. Das kommt nämlich so. Passt. Also. Samen ernten. Auf zum Gras. Wir ernten Gras, um Samen zu ernten. Ah, okay, da haben wir schon ein paar. Und nein, ich werde mich jetzt vorerst nicht an irgendwie Nachterkundungen erfreuen. Erstens, ich, auch wenn ihr es vielleicht, hoffe ich zumindest, nicht seht, ich spiele hier mit auch mit Lex, weil Minecraft sich ja entschieden hat, mehr Speicher zu fressen und sowas. Deshalb spiele ich jetzt hier mit Lex. Ich habe jetzt die Framerate allerdings künstlich hochgepusht, sodass ihr davon jetzt nichts mitbekommt. Ah, Schweinchen, 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 Schweinchen. Und da ich spiele hier mit 7, also ich nehme mit 7 Frames auf. Also die Zahl links oben in der Ecke, die rote von Fraps, zeigt mir zwischen 7 und 8 Frames an. Mit so vielen Frames traue ich mich ehrlich gesagt nicht an den Monster ran. Ja, ich weiß, dass ich einfach einen verreckten Drecks-PC habe. Reibt's mir nur unter die Nase. Das Eisen kommt da wieder rein. Wie ging das nun mal so? Und? Ich glaub. Nee, das war was anderes. Das ist die Spitzhacke. Ah, genau, perfekt. So geht. Also die. Ja, dieses Ding hier halt. Okay, das hauen wir uns da jetzt mal rein. Und dann machen wir uns ein paar, hier Stöckchen draus. Und die werfen wir dann für die lieben Hundis. Nein. Kann man das eigentlich bei den Hunden machen? Weiß ich gar nicht. Nein, wir machen uns jetzt erstmal, schön von Lord of Spiele abgeschaut natürlich, so einen Minigarten da rein. So einen Vorgarten. Mehr oder weniger. Ich weiß zwar noch nicht, ich weiß zwar noch nicht, wo ich den mit 10 Dingern hier hinpflastern soll, aber ja. So. Ja. Problematisch, würde ich mal sagen. Okay, dann müssen wir uns noch mehr machen. Also nochmal 10 gemacht. So.
Nerv mich nicht und so. So. Dann haben wir noch zwei Stöckchen über und die verpulvern wir in eine Eisenspitzhacke. So, passt. Ach, Schande! Ich wollte jetzt nämlich die zwei Stöckchen eigentlich hier für Ding benutzen, also für so ein kleines Gartentürchen. Das wäre ja vielleicht auch mal nicht verkehrt, ne? So. Ich bin so hirnlos. So. So, und wir gehen es so. Nee. Ach, da hätte es doch. Oh, ich. Ja, so Red Bull funktioniert, wenn man sich dran erfreuen kann, ständig rumzuragen, so wie ich. Apropos Red Bull, ich könnte wirklich mal wieder einen Schluck nehmen. Ja. Dann versetze ich das Ganze doch lieber noch eins nach hinten. So, und wir sollten uns beeilen, es wird Nacht, scheiße. Also 6 von den Zäunchen haben wir noch. Ja, das ist doch ganz ordentlich fürs Erste, würde ich mal sagen, oder? Was meint ihr? Schreibt's in die Kommentare, denn ich bin eine kommentargeile Sau. Und ich hab Hunger. Ach so, das ist die Spitzhacke. Die Nummer hier. So. Dann schauen wir mal, ob das jetzt bis morgen so bleibt. Und dann verkriechen wir uns wieder hier in unsere geile Höhle rein. Wuhu! In unserem kleinen Ding hier. Und dann, weil wir ein Kellerkind sind, ich meine, wir sind ja Gamer, also was sollten wir sonst sein, verkriechen wir uns wieder in unseren Keller da unten und bauen da ein bisschen weiter nach unten. Vielleicht finden wir ja was Schönes. Vielleicht auch was anderes außer Zombien. Das packen wir auch da rein, das auch. Das brauchen wir fürs Erste nicht. Davon behalten wir uns eines und essen es auch gleich. Jetzt habe ich nicht auf die Aufnahmezeit geguckt. Damn it! So, das. Ja. Und ich ordne mir jetzt hier mein Inventar einfach aus dem Grund. Das ist für mich übersichtlicher. Dann weiß ich, was ich hab. Ja. Ich höre eine Spinne. Interessant. Ja, komm, Spinni. Spinni! Würde Gronkh jetzt wahrscheinlich sagen. Oh, der hat gerade keinen Bock auf Entertainer. Und sagt deshalb gar nichts. Wisst ihr, worauf ich gerade Bock hab? Exakt. Prost. So. Oh, 11 Frames. Ja, Rekord für diesen Tag. Oh, fuck. Ha, genau darauf habe ich nämlich gewartet. Wow, ganz ruhig. Ja, komm. Komm, wenn du nicht traust, ne? Ja, jetzt hast du Schiss, du kleines Drecksvieh. Ja, komm doch. Ich komm nicht. XP. Erfüllt mich! Und kommt hoch. So. Ja. Na gut, dann wird das hier wahrscheinlich eine kurze Folge. Da ich mir das hier jetzt erstmal zubaue. Und dann gehen wir wieder hoch. Wir haben in der Nacht angefangen, wir haben in der Nacht aufgehört. Ist doch ein schöner Schluss, oder? Ach, ja, schade, dass ihr jetzt nicht zu mir reden könnt. Wäre echt mal interessant. Und ja, ich würde auch gerne einen Livestream machen, falls das einige sich wünschen würden. Aber erstens habe ich nicht wirklich das Internet zum Streamen. Und wenn dann überhaupt in, keine Ahnung, 360p oder 240. 240 Pixel! You meet again! Woo! Das war übrigens ein YouTube-Fick. Ein YouTube-Fick. Ein YouTube-Kommentar, den ich hier gerade zitiert habe. Ich weiß aber nicht mehr von wem. Diese 18 Eisenbahnen hier sind. Ich glaube, die sind von mir. So. Da haben wir ja ganz schön viel geschafft heute. Na ja, gut, also es geht eigentlich vom Schaffen her. Okay. Ich nehme noch einen Schluck aus der Dose. So, dann würde ich sagen, genehmigen wir uns einen kleinen Ausblick. Und ich sag tschüss, Leute, danke fürs Zuschauen. Schaut vielleicht auf meinem Kanal vorbei.
In letzter Zeit, wenn ich gute Laune habe, kommen da ein paar Aktionen. Ich drücke hier ein bisschen auf der Escape-Taste rum, einfach weil ich es kann. Hui! Ja. Schaut auf meinem Kanal vorbei. Ich bedanke für mich fürs Zuschauen. Euer Sven. Scheiße. Oh Gott. Das muss ich jetzt auch noch zensieren, Kai. Ja, okay. Also, euer Sven. Ciao.